Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no. Hallo ihr Lieben und schönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute vlogge ich mal wieder durch den Vormittag. Ich habe einiges vor. Der Bofrostmann kommt. Wow, ich liebe ihn. Ich zeige euch auf jeden Fall, was ich bestellt habe. Das hat euch letztes Mal total interessiert und ich habe es euch nicht gezeigt. Jetzt werde ich euch die volle Dröhnung geben. Ich habe neue Sachen bei Capshi bestellt. Capshi ist dieser Shop, wo ich euch letztes Mal die Bikinis und Badeanzüge gezeigt habe. Da ist übrigens auch dieses schicke Teil her. Da zeige ich euch gleich auch nochmal den Rest. Ich wollte euch das eigentlich im Garten zeigen, weil ich da ein besseres Licht habe. Aber die Wiese ist noch nass und da setze ich mich jetzt nicht mit dem Bikini hin. So, ansonsten erzähle ich euch noch so ein bisschen von unserem letzten Wochenende. Ihr hattet da einige Fragen bezüglich mit den Kindern in den Freizeitpark. Was für Freizeitparks, was kann ich empfehlen? Lohnt sich dieser Park, lohnt sich dieser Park? Werde ich euch ein bisschen was zu erzählen. Und dann am Ende geht es noch ein bisschen um die Schultüte. Also bleibt gerne dran. Viel Spaß bei diesem Video. So, Monsterer, gehen wir aus dem Weg hier. Also zuerst zeige ich euch die Sachen von Capshi, damit ich diesen Klamottenstapel einsortieren kann. Und zwar habt ihr euch total gefreut über die Badeanzüge und Bikinis. Das sind ja so tolle Sachen, finde ich, für jede Figur, wo man auch so schön was kaschieren kann und so. Ihr habt mir ganz viel geschrieben, dass ihr nachgeshoppt habt und so, so zufrieden seid. Seit lange mal wieder. Und deswegen heute noch eine Ladung. Heute bin ich eher so auf Accessoires und Drüberwürfe gegangen. Ich habe aber auch zwei neue Badeanzüge. Also erstmal das hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gemütlich das ist. Das entweder nur über einen Badeanzug drüber, über ein Bikini am Strand im Schwimmbad oder eben mit einer Jeans kombiniert, so wie ich es jetzt hier gerade kombiniert habe, ist es auf jeden Fall nicht ideal. Wunderschön. Alles, was ich euch zeige, werde ich euch natürlich in der Infobox verlinken und jetzt kommt der Rest. Und seid gespannt am Ende. Ich habe da eine Tasche bestellt. Ich bin so verliebt in diese Tasche. Yes, not the roof gone. Yes, like Legion shine on. Yes, black hoodie, ripple spider, spider. From the observed to the observer, we know more than we want to know. Many children run with no treasure, so that we can have house and home. Politics now go help ever after, them leave most of the people alone. Either good or terrible things in life, each one has more than a one can hold. Mystery Babylon, how long will you struggle hold? Of the evil one. Stop shooting your silent gunfire. Vicious, invisible vampire. Peacemakers arise and be wise in the tongue of the wicked one. Confrontation, I go trembling. Innocent tears are roll and roll. Feeble hands digging deeper and deeper as the bites seem to grow and grow. Some I can't find way figured out. Blinded by the headlights I above. Chains of misery I get so heavy now. We must break them for control. Mystery Babylon, how long will the struggle hold? Silent gunfire, vicious, invisible vampire. Please make us arise and be wise in the tongue of the wicked one. Let go, we are brainwashed, let go. Tell I am neither one story. Let go, we are tax scam, let go. An diesem kleinen Haul. Ich glaube, man sieht, wie viel Spaß ich an den Klamotten habe. Das ist so ein Sommershop voller Lebensfreude für mich. Ich trage übrigens in allen Sachen eine Größe M und setze euch alle Links von den Dingen, die ich hier geshoppt habe,
in die Infobox. Viel Spaß damit! Irgendwie seit ich so Bodies habe, feiere ich das auch einfach, so einen Badeanzug unter einer Hose zu tragen. Das ist irgendwie so gemütlich. Wenn es kein Body ist und unten keine Knöpfe hat, ist es natürlich ein bisschen unpraktisch auf Toilette. Aber wer sich fragt, wie man darauf damit auf Toilette geht, man geht ja im Schwimmbad auch auf Toilette. Also ja, außer dass man dann halt oben ohne vielleicht auf Toilette sitzt, ist es kein Problem. Und jetzt muss ich aber was drüber ziehen, weil das ist doch ein bisschen fresh. Jetzt müssen wir nur noch drauf hoffen, dass der Sommer so richtig kommt und dann auch bleibt. Habe ich es jetzt auf links. Und wer sich denkt, die Tasche ist zwar schön, aber unpraktisch, so wie meine Mutter sofort gesagt hat, die ist aber unpraktisch, so schön. Die ist nicht unpraktisch. Ich zeige euch die nochmal von innen. Also das ist definitiv mein Highlight aus dieser Bestellung. Die hat nämlich einen Reißverschluss und innen drin auch nochmal so ein zusätzliches Fach. Also ihr könnt so offene Korbtaschen, ich habe die jetzt gerade auch so fürs Festival und so und für den Urlaub, die könnt ihr komplett verschließen, sodass euer Handy und euer Geld und auch alles in Sicherheit ist. Und dann macht ihr nochmal dieses Ding zu. Und wenn ihr das dann noch quer tragt, dann könnt ihr nichts sagen. Ich liebe es. Ich will jetzt sofort in den Urlaub. So, ich mache mir jetzt ganz in Ruhe einen Kaffee und das Licht wird wieder von hell zu dunkel. Irgendwie habe ich in letzter Zeit immer an meinen Film- und Drehtagen komisches, dunkles Gewitterlicht. Egal, ich mache mir Kaffee, dann setze ich mich mit euch hin und erzähle euch so ein bisschen was, was es bei uns Neues gibt. Es gibt einen Elternabend, ich gehe in die Schule, Schultüte und Urlaub. Guckt mal, was wir haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon mal irgendwo gezeigt habe, auf Insta oder so. Ich bin so, so aufgeregt und freue mich, mit dem André zu Snoop Dogg zu gehen. Wir schnappen ab. Ich trinke meinen Kaffee übrigens zu Hause nur noch mit Strohhalm, weil ich mir davon erhoffe, dass die Zähne davon nicht so verfärbt werden. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr denkt, dass das Sinn macht oder ob ich eine Rad ab habe. Rad ab hab. Also wie immer, kein Kaffeevollautomat, sondern Jakobskrönung. 4 Tropfen Flavor Drops, gerne Vanille, Karamell, heute Butterkeksgeschmack. Dann kochendes Wasser drauf. Nicht so viel, immer mehr Milch. Und dann schöner Milchschaum drauf. So, man hat einfach innerhalb von 2 Minuten so einen leckeren, schönen Kaffee. Und ich habe so viele Gruselgeschichten von euch besonders gehört über eure Kaffeevollautomaten. Natürlich würde ich gerne morgens einfach auf einen Knopf drücken und hätte meinen schönen Latte Macchiato. Aber wenn ich höre, bei wie vielen da Schimmel drin war und wie oft man das reinigen muss und wie oft dann da einfach irgendwas blinkt, wo ich dann ausflippe morgens, bleibe ich lieber erstmal bei diesem Stückchen hier, bis ich mich dazu durchringe und es vielleicht doch irgendwann mache. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass ich das nicht aushalte, wenn wir denn endlich irgendwann umziehen, dass ich dann in meiner schönen neuen Küche nicht so einen Vollautomaten stehen habe. Also wenn ich keinen Kaffee-Vollautomaten da habe, dann, naja, vielleicht bleibe ich aber auch immer so oldschool unterwegs. Jetzt habe ich gerade noch ein Paket bekommen, wahrscheinlich das unspektakulärste Paket of the world, und zwar von Next. Fast nur Socken. Also die Kinder brauchten Socken in allen Größen und die stehen auch halt total wie ich auf diese Sneaker-Socken. Ich pack die mal aus und so ein Set für den Großen musste ich noch mitnehmen. Das war im Angebot, das sah so cool aus. Habe ich einmal das Set hier genommen, einmal in klein und in groß, also für den Großen und den Kleinen. Und natürlich kann auch das Mädel alle davon anziehen. Also die tun sich da nicht viel mit den Größen. Und das Set hier, das finde ich so wunderschön. Ist das nicht mega? Ich kann es gar nicht lesen, was da drauf steht. Next. Wahrscheinlich next. Diese Batik-Muster hier und die Farben liebe ich. Ich glaube, das passt mir auch. Und dann das hier, ein T-Shirt-Hoodie, also ein Hoodie mit kurzen Armen und dazu, ist das hier zusammen? Oh, sowas hasse ich ja, ne? Mit so einer Shorts dabei.
Das sieht so, so cool aus. Auch hier Next kannte ich noch gar nicht, dass das da so drauf steht. Mega, freue ich mich, wie man sich über Socken freuen kann, ne Leute? Also ich bin gestört. Heute ist der erste Elternabend in der Schule und normalerweise bin ich bei Elternabenden, auch gerade im Kindergarten oder so, immer total aufgeregt. Ich weiß nicht, ich bin einfach so ein Mensch. Das denkt man so nicht, wenn ich hier auf YouTube so rumsitze und laber. Aber in einer Gruppe, ich bin immer offen und rede auch immer viel und gerne und so, aber trotzdem bin ich immer so aufgeregt. Also so wie früher in der Schule, wenn man ein Referat halten muss, obwohl ich gar nichts sagen muss. Aber heute bei dem Elternabend in der Schule freue ich mich total, weil es wird mein erster Elternabend als Vorschulmama sein oder als Schulkindmama. Und ich denke, wir bekommen heute gesagt, was wir alles so brauchen. Wir werden den Lehrer, die Lehrerin, Klassenlehrerin kennenlernen. Wir lernen die anderen Eltern kennen, die mit uns in der Klasse sind. Ich kenne eine Mutter schon, da freue ich mich total drauf. Und ich kenne eine Mutter aus der Parallelklasse. Ich weiß nicht, ob der Elternabend zusammen stattfindet. Und das ist natürlich halt alles so mega spannend, auch gerade, weil wir uns für eine Waldorfschule entschieden haben. Was braucht man für ein Material? Das weiß ich ja alles noch nicht so genau. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch ein Stück weit dran teilhaben lassen. Auch wenn es nur die wenigsten von euch betrifft, trotzdem ist es ja irgendwie spannend, wie es so an anderen Schulen so läuft. Und ja, da freue ich mich total drauf. Der Elternabend ist um 19 Uhr. Die mir auf Instagram folgen, die haben gesehen, dass wir über letztes Wochenende im Phantasialand im Matamba Hotel waren. Und wir sind oft in solchen Freizeitparkshotels. Ich bin einfach ein absolutes Freizeitpark-Mädchen. Ich liebe Freizeitparks, ich liebe die Stimmung da, ich liebe Achterbahnfahren und ich habe das eben meinen Kindern mit in die Wiege gelegt. So, die kennen das nicht anders, die sind vom Baby an immer mitgekommen, alles was sie konnten mitgefahren und haben diesen, ja, diesen Zauber eben schon inne. Und ganz viele Fragen haben mich erreicht. Ist das Phantasialand denn schon was für Zweijährige? Kann mein Dreijähriger schon da was fahren? Ist das schon was für meinen Sechsjährigen? Ganz, ganz viele Fragen und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keine von diesen Fragen beantwortet, weil ich ein bisschen empfindlich bin auf diese Frage. So, und zwar ist es so, dass ja, ich habe Kinder, die schon mit als Neugeborenes im Tragetuch einfach geschützt mit der Geisterbahn mitgefahren sind. Ich habe ein Kind, was 6 Jahre alt ist, was alles mitfährt, aber auch nicht unbedingt alles fahren muss. Also der wäre auch zufrieden, wenn er nur Zuckerwatte essen könnte und Shows gucken könnte. Der müsste gar nichts fahren. Ich habe eine total mutige 5-Jährige, die alles mit mir fährt und total cool ist. Und zwischendurch gibt es aber auch mal Sachen, wovor die sich auch fürchtet. Und dann habe ich noch einen 2-Jährigen, der würde eine Looping-Achterbahn ohne Anschnallgurt mit Tomaten abschießen, mit mir fahren. Der fährt alles. Wir sind im Phantasialand an diesem Wochenende wegen dem, ich glaube, 8-mal Geister-Rikscha gefahren. Also es kommt auf euer Kind an. Ihr könnt bei jedem Freizeitpark auf die Internetseite gehen und dann seht ihr, geht ihr auf Attraktionen. Das ist bei jedem Freizeitpark gleich. Und dann könnt ihr sehen, welche Attraktion ab welchem Alter oder ab welcher Größe geht. So, dann könnt ihr gucken, was könnte mein Kind fahren. Es ist komplett egal, wie alt es ist. Was könnte mein Kind von der Größe fahren? Und dann müsst ihr einschätzen, wie ist euer Kind. Ich kann euch so zum groben Durchschnitt sagen, dass ich das Phantasialand über alles liebe, weil es mein Home-Freizeitpark ist, sagt man so. Der ist bei mir in der Nähe und das ist mein Freizeitpark meiner Kindheit, so zu sagen, zusammen mit dem Taunus Wunderland, was aber natürlich eine kleinere Nummer ist. Wenn es um große Freizeitparks geht und ihr fragt mich, lohnt sich das mit Kindern, muss ich beim Phantasialand sagen, bei den meisten Kindern nein. Das Phantasialand lebt für mich durch die Achterbahnen. Also das sind definitiv meine Lieblingsachterbahnen, Taron und Fly. Taron kommt für mich an gar nichts ran, also Taron ist ganz weit oben. Phantasialand ist super teuer und bietet verhältnismäßig
wenig für Kinder in diesem, ich sag mal, Dark Ride-Ding. Also wer nicht weiß, was Dark Ride ist, das sind diese Bahnen, wo man eben drin fährt, langsame Bahnen, wo man was zu gucken hat. Da gibt es nur noch die Geisterrikscha. Die Hollywood-Tour ist geschlossen, keine Ahnung, was damit passiert. Und sonst gibt es halt so kleinere Karussells, die zwar sehr schön thematisiert sind, aber was man eher auch so auf der Kirmes macht. So. Den Moviepark, da gibt es natürlich SpongeBob, Dora, Paw Patrol und alles, was ich nicht so mag. Ich finde den Moviepark, da können Kinder viel machen, der ist günstiger, aber ich finde den so ein bisschen lieblos. Also von Thematisierung kann man da nicht viel sprechen. Dann kann ich euch aber meine drei Top-Freizeitparks für Kinder auf jeden Fall empfehlen, wo ihr Preis-Leistung für die Kinder unfassbar viel zu fahren habt, und zwar wunderschön. Wenn es bei euch in der Nähe ist, natürlich der Europapark, den schlägt gar nichts. Also wenn man mal ehrlich ist, der Europapark ist einfach der beste Freizeitpark auf der Welt. Der ist auch schöner als das Disneyland, wo es für uns übrigens nächstes Jahr hingeht. Ich freue mich so. Disneyland steht nächstes Jahr auf dem Plan. Wenn ihr aus meiner Ecke kommt und Richtung Holland geht, ist Efteling für Kinder unschlagbar. Ihr habt so viele Sachen, die ihr schon mit Babys fahren könnt, die wunderschön sind. Achterbahnen für ganz kleine und einfach toll thematisiert. Die Holländer haben es einfach drauf. Und dann für den kleineren Geldbeutel, sag ich mal, und trotzdem wunderschön, seht ihr bei mir in den Insta-Stories auch ganz, ganz viel, ist das Toverland. Also Toverland, Efteling und Europapark sind so die großen Freizeitparks, die ich euch für Kinder empfehlen kann. So. So, ihr Lieben, ich zeige euch nach und nach die Bofrost-Bestellung. Was ich vorher sagen möchte, Bofrost ist nicht günstiger als im Laden oder so. Wahrscheinlich eher teurer. Man spürt aber richtig krass die Qualität. Also wenn ihr so ein Fertiggericht von Bofrost esst, ist das was komplett anderes, als wenn ihr eins von Edeka aus der Kühltheke nehmt. Das merkt man. Und der Bofrostmann war wieder so, so lustig. Also ich habe jetzt einmal Kaiserschmarrn mit Rosinen mitgenommen, weil mein Großer liebt Kaiserschmarrn und manchmal kriege ich das nicht so gut hin, deswegen wollte ich unbedingt das mal ausprobieren. Hier ist jetzt leider nur so eine kleine Packung von 400 Gramm. Das ist leider für unsere Familie für einen hohlen Zahn, deswegen so. Dann habe ich einmal mitgenommen Käsespätzle. Und wundert euch nicht, da kommen jetzt ganz viele Fertiggerichte. Und die sind eben für so Tage wie heute. Heute habe ich ein Video gefilmt, dabei gevloggt, richtig viel Papierkram gemacht. Und dann brauche ich einfach nur sowas hier. Manchmal mache ich noch was anderes dazu. Hier eine Paella, die lieben die Kinder. Eine Grillpfanne Rustica. Und so, so gut. Die Tagliatelle mit Lachs. Das ist auch ein schöner, großer Beutel von 1 Kilo. Dann haben wir noch Käse-Nudelspaß. Es gibt so eine eigene Rubrik für Kinder. Einmal Brokkoli-Auflauf. Das sieht so aus. Das kann man so komplett in den Backofen. Und einmal Hack-Wirsing-Auflauf. Jetzt musste ich meine Laugenstangen nicht mitbestellen, weil ich die noch einmal hatte im Gefrierfach. Und das ist so mein Top-Tipp. Also, ja, das ist natürlich keine Werbung oder so. Ich habe das natürlich alles selbst bezahlt. Nur ihr habt mir gesagt, ihr interessiert euch dafür. Und das ist die Ausbeute für dieses Mal. Man kann sich selber aussuchen, wie oft der Typ kommt. Ist immer ein lustiger Herr. Der hat mir gesagt, ich soll immer die Beutel schon abends rausholen, die ich morgens oder am nächsten Mittag kochen möchte, weil man dann Energie spart, weil das eben so auftaut. Und ich habe es immer ein paar Stunden vorher rausgeholt. Aber am Abend vorher ist echt ein guter Tipp. Sowas gibt es übrigens dann bei uns so ein bis maximal zweimal die Woche. Immer an so Tagen, wo ich sehr, sehr viel zu tun habe oder teilweise auch gar nicht zu Hause bin vormittags, wenn die Kids im Kindergarten sind. Und das hat mir echt geholfen, einfach auch noch ein bisschen entspannter zu sein, weil ich immer gesund und abwechslungsreich kochen möchte. Und natürlich ist und bleibt es trotzdem ein Fertiggericht. Aber wenn ihr das mal probiert habt, dann schmeckt ihr das ja quasi den Unterschied und habt auch ein gutes Gefühl dabei. Trotzdem koche ich natürlich an den meisten Tagen noch frisch, bevor jetzt hier die Polizei kommt. Das war's.
Jetzt erzähle ich euch noch einmal kurz was zur Schultüte. Und dann war es das auch schon hier mit diesem Video. Es ist so, dass man im Waldorf-Kindergarten natürlich eine Schultüte filzt. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich habe so ein kleines Filzset zu Hause. Wer nicht weiß, was Filzen ist, das kann ich jetzt hier echt nicht erklären. Man kann daraus Figuren machen. Man kann aus Filz, Wolle, ich habe das zufällig hier stehen, weil ich damit gleich was machen muss. Filz, Wolle ist das hier. Damit kann man alles Mögliche machen. Ihr könnt ohne Nadel und Faden quasi, also nur mit Wasser oder mit einer kleinen Filznadel, jede beliebige Form filzen. Und wir haben eine Schultüte gefilzt, weil wie man diesen, wie heißt das? Ich wollte gerade Rohbau sagen. Wie man diese Schultüte an sich filzt, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Das haben wir im Kindergarten zusammen gemacht und jetzt die Deko macht dann jeder alleine zu Hause. Ich kann euch sagen, das war auf jeden Fall eine turbulente Angelegenheit. Ich habe euch jetzt nur so ein ganz kleines Stückchen. So in den Farben ist die, das hat so einen Farbverlauf, so von dunkel zu hell. Und die ist super weich. Ich hatte das, die Befürchtung, dass die total kratzig wird, aber die ist super weich. Innen drin ist die weiß und jetzt wird die dekoriert. Das ist jetzt nur der Rohbau. Rohbau. Mir fällt dieses Wort nicht ein, was ich dafür sagen soll. Es gibt eins, aber ich habe es vergessen. Egal. Blau, es geht in die Richtung Taucher. Tiefseetaucher, da kommen Muscheln dran, da wird ein Taucher drauf gefilzt und so. Und mal gucken, wie viel ich euch dran teilhaben lasse und was ich euch zeige. Auf jeden Fall wird es im nächsten Video darum gehen, was packe ich rein in diese Schultüte. Ich habe euch auch nach Tipps gefragt und ich habe ganz viele tolle Tipps von euch bekommen. Also nächstes Video steht unter dem Zeichen Schultüte. Dann zeige ich euch auch noch mal mehr, erzähle euch noch ein bisschen mehr und sage euch so meine Top-Tipps, was da unbedingt rein muss und was auf keinen Fall rein darf. So, das haben wir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut und dann sehen wir uns beim nächsten Video gesund und munter wieder. Ciao!